So, darf ich hier mal durch, die Herren? Ich bin eine Prinzessin. Ja, du bist eine Prinzessin und ich hasse übrigens, was, wenn ich was hasse an Fable 2, dann sind es wirklich die Ladebildschirme. Das ist echt ein bisschen blöd gemacht, weil gerade wenn man hier viele Waffen ein- und verkauft, wenn man diesen Sonderangeboten hinterherreißt, wenn man ständig die Sklaven befreit und so weiter, du hast eigentlich ständig nur Ladebildschirme. Na, es ist ein bisschen... Das ist ein bisschen sehr übertrieben, also die hätte man ruhig im Speicher halten können. Ich hab's doch eigentlich alles schon auf Platte installiert. Ich weiß gar nicht, warum das trotzdem immer so lange lädt. Hätte das vielleicht auf einen USB-Stick installieren sollen, das wäre vielleicht auch eine Maßnahme gewesen, aber ich glaube, das dauert ähnlich... Hallo! Ähnlich lange, lauf mir mal nicht in den Weg. Junge, Mädel, Alte. So, der Schmied, der immer erst zu spät auftaucht. Hallo, Schmied! So. Natürlich bekommt ihr einen Rabatt. Ja, das, Das wird euch nicht leid tun um das Gold. Das tut es nicht, weil wir vermehren es ja eh gleich wieder. Es wird euch nicht leid tun um das Gold. So, jetzt ist die Frage natürlich, der Möbelladen. Ist denn da endlich mal jemand zu Hause? Boah, das gibt's ja gar nicht. Hallo, Möbelverkäuferin. Ich möchte gern Albtraum-Kinderbett, ist natürlich auch schön. Dieses Bett besteht aus zusammengehämmerten, modrigen Balken und verschafft jedem, der darin schläft, Albträume. Das ist natürlich ein Traum, innere Schönheit, was? Renovierungen und die Dekoration von Häusern, jalalala, jalala, jalala, jalala. Luxus, Luxus, Luxus. Luxus-Esstisch, nehmen wir mit. Das werdet ihr nicht. Küchenschrank. Luxus-Schrank, natürlich. Luxus-Sessel. Eine Anrichte, Luxus-Anrichte, Luxus-Nachttisch haben wir hier noch. Das werdet ihr nicht bereuen. Das sollte eigentlich so in Sparten, in Unterkategorien geteilt sein. Alles, was Luxus ist, erstmal schön fett in Luxuskategorie und so normal gebraucht, tralala. Jetzt haben wir natürlich gebrauchtes Doppelbett. Das sieht schon durchgewalkt aus. Ich glaube, da haben sie schon dem Leim rausgedonnert. Und wenn ich sage rausgedonnert, dann meine ich, verstehst du. Okay, Schrank haben wir Luxus, dann nehme ich erstmal das Dekorative, wenn wir hier nichts Besseres haben. Doch, ich fürchte schon. Die Anrichte haben wir auch. Das ist einer meiner absoluten Spitzenartikel. Ach, komm mal, die Fresse. Die Anrichte nehme ich dann auch erstmal dekorativ. Ist ein bisschen wenig, Mädel, ist ein bisschen wenig, aber gut, ich gebe mich damit zufrieden. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz, ich reise jetzt mal ganz kurz. Heißt das Banditenküste? Ich weiß nicht, ob mein modriges Gehirn mich da nicht verlässt. Banditenküste. Ich dachte gerade, bei B ist ja gar nichts. Ich dachte gerade, bilde ich mir das ein, war das Fable 1? Vernichtete Gargoyles 1 von 2. Ach, hier steht auch, wie viele Gargoyles da sind. Gildenhöhle. 0 von 1 Gargoyle. Das ist natürlich gut gefundene Silberschlüssel. Erforschte Tauchplätze 0. Erforschte Tauchplätze. Vernichtete Gargoyles 0 von 3. Gärten von Fairfax. Oha. Gefundene Silberschlüssel 1 von 2. Wir werden die Orte also nochmal abreisen. Vernichtete Gargoyles, da muss ich auch nochmal gucken, wo wir den vielleicht finden. Gebäude im Besitz, Banditenküste, gibt's glaube ich auch sonst keine. Brightwood Straße, ich hoffe, das war jetzt richtig. Lädt die Banditenküste. Da muss ich mal schauen, das war vielleicht die Silberschlüssel, würde ich gerne auch alle sammeln. Ich würde gerne die Türen alle öffnen. Na siehste, Grabungsort, das heißt... Das, die Frage ist natürlich nur, wie weit müssen wir laufen, weil wir werden gleich eh wieder ange... Ach, Alter, viel zu früh! Tschüss! Mach's gut! Dritter Skizzenteil, da haben wir den ja. Diese Skizze ist offenbar eine Art Karte. Jetzt seid ihr dran! Aua! Hat er mich gerade überrumpelt? Ist bestimmt ein Sergeant. Schnauze! So, kommen von unten noch welche reingerieselt? Nee, ne? Doch, da halt! Ich wusste, da kommen noch welche. Flimps! Ja, ich komme ja schon. Das waren doch nicht die letzten Banditen. Ich weiß es genau. Was ist das denn? Ah, das war's schon. Na, dann gib mal her den Lachs. Achso, hier ist natürlich gar nichts. Das ist nur das Scheißhaus. Da will ich nicht graben mit der Schaufel.
Aua, nicht in den Rücken. Das tut doch weh. Ich bin doch Rückenmarkspender. Alter. Alter, die werden immer... Alter, die werden immer unfairer. Da muss ich jetzt aber auch mal aufräumen hier. Also da spiele ich natürlich mit, das Spielchen. So, dann süppel ich mir erstmal ein. Hallo, ich süppel mir erstmal ein, sag ich. Halt! Die Erfahrungspopel kommen natürlich mit. Da bin ich geizig, da kenne ich nix. Warum ist auch schön? Heißt ja hier nicht umsonst Banditenküste, aber ich habe vergessen, dass hier so viele sind. So, Schnauze! Was will denn der Fette? Noch jemand? Guck mal, wer da noch lebt. Nochmal schön in den Arsch schießen. So geht's natürlich auch und ein bisschen Magie kann man erwalten lassen. Lebt der immer noch? Der brennt doch noch. Alter, wie mies der gerade noch kokelt. Ist schon gemein. Ja, Hundi, ich komme ja, ich gucke ja nur nach Grabungs, hier da, nach Sklaven. Aus der Gewohnheit raus quasi. Hier kann man mal gut XP sammeln, ne? Einfach mal so durchlaufen. Jo, war mein erster Kampf. Und trotzdem hast du verloren, du Pussy. Hund, was los? Ach, da lang. Boah, Alter, da hüpft der da einfach runter. Wer schießt denn da? Wer schießt denn da? Ich sehe hier niemanden. Da unten sind auf jeden Fall... Entschuldigung! Aua! Hey, ich wollte es selber aufladen! Komm ran, mein Junge! Hör auf zu schwingen! Alter, ich warte auf dich, jetzt reicht's aber. Scheiße, hat nicht geklappt. So geht's eben auch. Huch, da komme ich aus Versehen mit meinem Wurstfinger auf den Knopf. Alter, ich sehe echt aus mehr wie so ein verfilzter Schlagerstar oder so. Hallo? So, jetzt kam er da gerade raus. Irgendwie hat er sich gerade festgebackt. Ich weiß nicht, was da los war. Steht da nicht so rum in Deckung? Huch. Was hat er euch getan, außer dass er euch umbringt? Kein Durchkommen. Ach so, wusste ich nicht. Habe ich vergessen. Entschuldigung. Da laufen schon wieder die Nächsten. So, wo müssen wir lang? Unten, oben, unten müssen wir lang. Da bin ich mal gespannt, wohin uns dieses kleine Abenteuer noch führt. Hier, echt? Alter, wer läuft denn hier lang und vergräbt was? Junge, pass auf, da vorne ist ein Banditos. Huch. Ach, das war's auch schon. Nachladen. So, da kommen noch ein paar Popel von unten. Was für ein ungastlicher Ort hier ist. Ach, was ist denn da? Was ist das für ein Tor? So, yeah! Uralte, uralte Schriftrolle. Auf ihm befinden sich nichts außer drei Punkten in der rechten oberen Ecke.
So, und wir können Bücher finden, das freut mich ja. Was ist das denn hier für ein Tor? Hallo, gestatten, Scheunentor. Ihr trefft mich eh nicht. Na, sieh mal einer an. Und da vorne ist eine Kiste. Ich glaube, wir kriegen dann Besuch, wenn wir die Kiste öffnen, oder? Und dann gucken wir gleich mal nach dem Gargoyle. Hüa! So, was haben wir da drin? Es ist ein Kaffee. Alter, diese... Verschwindet, ihr bildender Affenhund! Na, sieh mal einer an, wen wir da haben. Der plündernde Affenhund hat dir gerade das Gesicht weggeschossen, mein Junge. Finde ich aber geil, dass es hier so ein extra so einen Raum gibt. Regnet es hier wirklich überall rein? Ich meine, ich stehe hier gerade unter Stein und es regnet rein. Hier auch. Ich stehe unter einem Dach und es regnet. In der Höhle. In der Special-Höhle, die eine Special-Kiste beleuchtet mit Jesus-Schein, hier mit diesem Himmelsschein quasi. Steht da so eine Mega-Kiste drin, wie auf einem Altar und da drin ist einfach nur ein Kaffee. Ich verstehe es manchmal einfach nicht. Vielleicht bin ich zu doof dafür, ich weiß es nicht. Kann natürlich auch daran liegen. So, Banditos-Küste. Ja, hier sind noch Banditen in der Nähe, die sind wahrscheinlich oben. Ich weiß, Kleiner, ich weiß. Ja, ganz ruhig. Wir können auch gleich eigentlich zu der Archäologin zurückreisen. Wir haben ja nur diesen Ausflug gemacht, aber jetzt will ich fast schon wieder die Banditen töten, um die XP zu sammeln. Ich weiß nicht warum. Dann könnte man theoretisch in Westcliff noch Waffen holen, was natürlich eine tolle Idee ist. Denn das wollten wir eigentlich lassen. Hey! Wie ich die inzwischen eigentlich nur noch wegschieße, statt die irgendwie mit dem Schwert kaputt zu schlagen, wie in Fable 1 immer. Fable 1 war ich echt Berserker und hier gehe ich die ganze Zeit nur auf Knarre. Ist aber halt einfach bequemer, ne? Geht ja auch schneller als diese ewigen Handkämpfe. Die einfach mal kurz wegsensen und dann die Erfahrung einsammeln und weiter. Das ist so ein bisschen Grabungsort, natürlich. Was auch sonst. Wir sind ja in Albion, habe ich wieder vergessen. Hier, unter der Leiche? Ja, unter der Leiche? Komm, dann buddel ich mal mit der Schaufel einfach durch die Leiche durch, trenne ich das Bein ab, während der Hund seinen Schwanz jagt. So, was finden wir denn da? Ein Geldbeutel. Weißt du, für einen Kaffee wird ein Altar gebaut und Geldbeutel findest du im Wald. Finde ich eigentlich vernünftig. So, hier wollen wir da auch nochmal ausräubern, oder? So! Boah, hör auf! Ich dachte gerade, mit der Shotgun kann man ihn aus nächster Nähe voll wegpusten, aber das geht wohl doch nicht. Hallo? Ah. Wie gesagt, manchmal backt es hier noch ein bisschen. Das ist eine Knack- und Backgeschichte. Boah, was? Was? Boah, ja, natürlich! Natürlich, flieg doch einfach noch mit dem Düsenjet hier rüber! Ist ja unfassbar. Also manchmal diese komischen neuen Banditen, diese Ninja-Banditen, die ja eigentlich Wächter sein sollten, die sind also manchmal, das ist ein bisschen übertrieben eigentlich. Kann man hier nicht... Ja, Grabungsort, natürlich! Vielleicht finden wir ja noch einen Kaffee. Na komm, was haben denn die Albioner oder die Albiaten oder die Albinos hier wieder vergraben? Yeah! Ein Kaffee! Natürlich ein Kaffee! Was sollte man auch sonst vergraben hier im Matsch im Wald? Wenn nicht frissen heißen Kaffee. Frissen heißen? Hör auf! Noch ein Grabungsort? Leck mich am Arsch! Na komm, zeig mal her.
Ich komme ja schon. Ja, jetzt. Wo denn? Ja, wo? Ja, wo? Ja, wo denn? Ja, wo denn? Ja, hier? Willst du mich verarschen? Ach, da. So, und wieder mal. Ich bin sehr gespannt, was wir in der Erde finden. Yeah! Na komm, sag es. Ein Geldbeutel. 1500, alter Schwede. Lohnt sich ja doch ein bisschen, wa? Noch ein Grab... Natürlich noch ein Grabungsort. Warum auch nicht? Das ist ja unfassbar. Die ganze Welt hier besteht nur aus Grabungsorten. Hier zwischen den Opfern. Na, Glückwunsch. Zwischen den Opferstöcken hier sozusagen. Die Dinger heißen Opferstöcke da. Kommt in der Mitte der Kopf durch, an den Seiten die Hände. Kennt ihr vielleicht aus Mittelalterfilmen. Geldbeutel mit 500. Haben wir einfach mal 2000 Gold gefunden. Ist ja auch angenehm. Reicht für den Haushalt für ein paar Monate. Und ich laufe jetzt hier nur durch, um den Rest der Banditen quasi noch kaputt zu schlagen. Jetzt kommen wir nach Westcliff. Müssen wir da eigentlich durch diese Höhle durch? Warenknappheit eigentlich auch mal interessant. Die Archäologin Bell sucht bereits ihr ganzes Leben lang. Ja, ich weiß. Und kaum hat sie uns gefunden, lösen wir das Ding einfach mal so nebenbei. Kein Problem. Die Rache der Henne. So, Ladebildschirm, wie immer. Ein großer Spaß. Ach. Wer hat das gesagt? Hä? Hey. Wer sagt denn das, Alter? Die Stadt ist da hinten am anderen Ende der Map. Der kann doch nicht bis hierher rufen. Jetzt kommen doch erstmal die Wolfsdinger-Viecher. Ach. Die werden aber auch ein bisschen dreist, habe ich das Gefühl. Sind die alle schon tot jetzt, oder was? Der da hinten zuckelt noch. Die zuckeln beide noch, aber die haben sich wieder irgendwo verfranst in irgendwelchen... zwischen irgendwelchen Steinen. Ha! Nee, doch nicht. Ach, natürlich! Unfälle! Boah, was? Willst du mich verarschen? Die kommen hier alle auf einmal? Das soll doch wohl ein Witz sein. Drei Belverines und noch die Banditen zugleich? Schnauze, Belverine, ich hab keine Zeit für dich. Na los, hopp, hopp, hopp. Parieren. Parieren oder kassieren. So, fertige Skizze. Eine Karte, auf der der Standort der Attentätergilde verzeichnet ist. Im Kleingedruckten steht, kein Mitglied darf mehr als einen Teil dieser Karte bei sich führen. Befehl von Darius. Zing! Geh zur Wegelagerergilde in Brightwood. Na, da bin ich ja mal sehr gespannt. Der Schlag. Also ganz ehrlich, da schlage ich auch um mich, wenn ich da bin. Die nerven mich nämlich sowas von ab. Schlimmer als Belverines. Na klar, der da hinten ist kacken. Er sieht gar nicht, was hier vor sich geht. Hallo, Kollege. Ach, Alter, hör auf. Ich erwarte die mal hinter mir. Ich drehe mich dann immer um und dann sehe ich die nicht. Was ist denn da hinten für ein Ausrufezeichen? Ach, da ist schon Le Stadt. Schön mit der Brücke hier auch. Und ich finde es auch gut, dass der Weg so gesichert ist vor den Belverines und so. Da kommen bestimmt viele Touristen durch. Da
hat uns auf der Brücke auch noch der Endscreen überrascht. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt endlich das Puzzle zusammengesetzt, da wo die Assassinen-Gilde oder was immer das ist, die sich da verbirgt. Und auf jeden Fall werden wir dem Örtchen, war es schon in der nächsten Folge? Ich weiß es nicht, ich hoffe mal. Aber dem Örtchen werden wir mal einen Besuch abstatten. Und dann fragen wir mal direkt nach, was das immer soll mit diesen ätzenden Überfällen. Und überhaupt, wie viele Massenmorde wir hier begehen in Albion. Das ist ja unglaublich, wir sind voll der Massenmörder. Das ist, gutes Karma, sehr gutes Karma. Man lernt sehr viel bei dem Spiel. Naja, Dankeschön fürs Zuschauen, tschüss. We'll be right back.